Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Und heute möchte ich euch ein ausführlicheres Review geben zu meinem zweiten Bentley-Duft in meiner Sammlung. Und zwar ist es ist etwas schwierig auszusprechen, der Bentley Infinite Intense. Ich hoffe, er wird Infinite oder Infinite ausgesprochen. In der Intense-Version. Leider steckt der Sprühkopfdeckel nicht mehr ganz so fest drauf, aber das macht nichts. Ich habe ihn ja so bekommen ohne OVP. Ich bin ja immer ein Fan von Verpackungen bzw. Flakons. So, gehen wir erst einmal auf den Flakon ein. Wir haben hier eine außergewöhnliche Form. Nichtsdestotrotz Bentley typisch etwas so angerundet, angehaucht. Macht so eine V-Form, ist hier oben silber und das Bentley-Logo ist ebenfalls hier aufgeprägt. Schriftzug Bentley Infinite Intense in silber und der Deckel ist auch, ich möchte mal sagen, Bentley typisch so leicht angeraut hier unten und glänzend oben. Ich muss sagen, der Sprühkopf ist ganz okay, aber wenn ihr ihn euch mal anguckt, es gibt auch etwas bessere. Kanüle ist ja etwas kompliziert, zwar ganz auf dem Boden, aber recht mittig. So ist es vielleicht etwas schwierig, auch den letzten Tropfen hier rauszuholen. Aber hier ist noch so viel drin, dass ich mir über den Rest noch keine Gedanken machen muss. Wie immer blende ich euch die Duftpyramide ein, wie ihr es gewohnt seid. Wonach riecht jetzt dieser Bentley? Er hat mich überrascht, indem er doch seine DNA im Laufe der Zeit wirklich und merklich ändert. Am Anfang, wenn ihr ihn aufsprüht, habt ihr mindestens so, schon wenn ihr den Flakon bzw. am Sprühkopf riecht, habt ihr wirklich eine sehr krautige, eine würzige, eine etwas säuerliche, schon fast stechende Note in der Nase. Wirklich sehr krautig, aber, und das muss ich betonen, nach circa 30 Minuten, circa einer Stunde entwickelt dieser Duft sich in eine aquatische, in eine sportliche, in eine frische Richtung, was mir dann sehr gut gefällt. Ich muss auch zugeben, bei diesem Duft, ich muss ihn nochmal sprühen, bei diesem Duft habe ich, er riecht auch so wie etwas, fast wie etwas Gurke, wie ein Salat auf der Haut, aber das auch wirklich nur, wie gesagt, die erste Stunde und ich habe auch, was ich gerade sagen wollte, den ein oder anderen Sprühstoß mehr aufgetragen, was dem Ganzen keinen Abbruch tat, damit ich dann wirklich nach ein, zwei Stunden in einen frischen Duft auch an mir wahrgenommen hatte, der mich wirklich positiv überrascht hat. Gefällt mir sehr gut und ich muss sagen, es ist ein Duft wirklich jetzt für den Frühling, eher etwas für den Sommer. Lasst euch nicht abschrecken von den anfänglichen würzigen, krautigen, gurkenhaften, salatigen Noten. Nein, er entwickelt sich wirklich zu einem leicht süßlich, frischen, sportlichen Duft. Und das, denke ich, ist eigentlich ideal fürs Büro, für die Freizeit, wenn ihr doch mal vielleicht euch mit Freunden treffen könnt, wenn es denn mal wieder erlaubt ist, dann ist er definitiv ein guter Duft, den es wirklich zu testen gilt. Kennst du Bentley-Düfte? Gefällt dir Bentley-Düfte? Kennst du den heute hier gezeigten Duft? Schreib es mir wie immer unten in die Kommentare. Sag mir, was du von diesem Duft hältst oder den anderen Bentley-Düften. Ich habe ja noch den Bentley for Men Intense und der ist wirklich eigentlich komplett in eine andere Richtung. Er ist rumlastig, er ist süßlich, er ist ledrig. Wirklich etwas für den Herbst, für den Winter. Dieser ist eher was für den Frühling, für den Sommer. Ja, ihr seht, das Bentley-Repertoire hat für jeden Duftliebhaber eigentlich eine passende Variante vorhanden.
Schreib es mir unten in die Kommentare, was du von Bentley-Düften hältst. Das soll es auch schon wieder von mir für euch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich freuen, euch das nächste Mal wieder hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist begrüßen zu dürfen. Bis dahin, beste Grüße, euer TK.